Willkommen zurück in Kumula, einem Ort voller Spaß und Action für die ganze Familie. Was? Du hast keinen Spaß? Oh, das ist ja blöd. Genauso blöd wie dieses Vieh. Und da unten ist was explodiert. Das ist gut, ja. So, danke für den Hinweis. Beziehungsweise für die Hilfe, wenn man das so sagen will. Hier geht's weiter. Ah, okay, hier in der Mitte. Runterlassen. Kleiner Gegner. Stirb bitte. Komm schon. Bist du tot? Nein, bist du immer noch nicht. Los mit dir! Jetzt bist du tot. Was gibst du mir? Nichts! Das ist doch toll. So. Ach Gott, der Außenbereich. Ich weiß ja nicht. Ah! Stirb, stirb, stirb. So. Hallo, kleine Hängepflanze. Oh. Bist du nett? Magst du mich rüberbringen? Das wäre echt nett von dir. Oh, danke schön. Wie aufmerksam. Wie groß ist der Tempel noch? Wir sind jetzt hier. Dann können wir da hoch, denke ich. Darüber. Ja, wir haben es eh bald. Wir sollten es bald haben. Oh mein Gott. Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ich glaube, der Außenbereich ist der letzte Bereich. Neben einem einzelnen Raum. Dann haben wir den Spaß geschafft. Mit dem Spaß meine ich nebenbei diesen Tempel. Falls das nicht klar sein sollte. Es sollte nicht klar sein. Also, wer direkt gemerkt hat, dass mit der Spaß der Tempel gemeint hat, der hat ein Problem. Es ist eindeutig besser für euch, wenn ihr nicht wusstet, was gemeint ist. Ein Zwanni. Das ist schön. Es ist nicht wirklich nützlich oder zu irgendwas gut, aber es ist schön. Interessant. Wir können uns nämlich nicht an diese uns hingeklatschte Truhe ranziehen. Die muss ich überprüfen. Okay. Ich dachte gerade kurz, dass es hier möglicherweise ein Herzteil gibt. Gibt es sogar, ja klar. Das hier ist ein Herzteil. Das kriegen wir aber, wenn wir hier ein paar Umwege gehen. Und ich will es eh nicht haben. Ich werde es nachholen. Wie eigentlich inzwischen klar sein sollte, also, na, wer noch nicht mitbekommen, dann nicht klug sein. Dankeschön. Gleich ist es geschafft. Es ist nicht mehr weit. Das macht mich froh. Und außerdem, oh, es geht hier nach drin. Interessant. Oder auch nicht, das klingt immer noch sehr nach draußen. So. Es ist irgendwie schon draußen, ja. Genau. Das andere Herz, also ein Herz erkennt man jetzt, wenn man hier sich den Weg zurückhangelt. Quasi in die andere Richtung. Oh mein Gott. Der letzte Raum vor dem Endsegment. Und das Endsegment ist echt nicht mehr lang. Also wem das hier alles auch auf den Sack geht, es dauert nicht mehr lange. So, aber dann heim bist du los. Oder auch nicht. Riesenwirbelattacke. Hm, scheint ihn nicht zu jucken. Schön, wenn die okkulten Künste einfach keinen Zweck erfüllen meistens. Das lässt sie so richtig nützlich erscheinen. Danke, dass du tot bist. Ein paar Sachen gibt es ja allerdings noch zu holen.
Das ist nützlich, nämlich Geisterseelen. Klar, die brauchen wir auch eigentlich erst im Endgame. Aber es schadet nicht, sie zu haben. Sagen wir es so. So. Stirb! Ich meinte. Au! So, noch dreimal Helmspalt, hast du also keinen Bock mehr, ja? Typisch! Typisch. Gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir einen kreisrunden Raum. Und dem ist nicht so eine kleine Truhe, die ich nicht haben will. Weil da nur ein paar Kakrobine drin sind. So, da geht's an, okay. Da ist der Drache. Man kann den Boss von hier sehen, das ist cool. Gut, dass er uns nicht auffällt. Das wäre dezent schrecklich, würde der hier alles zerstören. So wie er es mit der eine Brücke getan hat. Die, sagen wir mal, ernsthaft, nur Wolfling kann das benutzen. Ist das euer verdammter Ernst? Mit welcher Begründung kann Link bitte nicht balancieren? Hat den Geist gehört? Da drüben ist er. Da. Okay, also müssen wir hier lang gehen. Den Vogel werde ich mal gekonnt. Weißt du was? Du verdienst sogar was Besseres, mein Freund. So. Köstlich. Einmal Wolf, bitte, danke. Wir müssen nämlich ein bisschen klettern. Und Midna, wie findest du denn? Du bist Kacke. Nein, Midna ist der beste Begleiter aller Zelda-Spiele, es tut mir leid. Ist sie wirklich? Ohne Scheiß. Hallo, wen gab's denn alles? Also, es gab. Okay, einfach beim Thema bleiben, dann kann nichts passieren. Es gab Navi, die war etwas. Ich bin einer der von denen, die sagen, ja, Navi ist nervig, aber sie ist nicht schlimm. Sagen wir es so. Sie ist manchmal nervig, aber ich kann damit leben. Es ist halt echt nicht so, dass ich sagen würde, oh nein, sie zerstört das ganze Spiel. Na, wer haben wir noch? Taya aus Majoras Maske. Majoras Mask. Ja, die ist in Ordnung. Eigentlich ist sie genau das gleiche wie Navi. Ich weiß nicht, warum die Leute immer sagen, dass Navi so nervig sei und die nicht. Sie sagt halt nicht, hey, listen, aber sie macht auch die ganze Zeit bling, 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 bling. Ich bin eine Fee. Bling, bling. Ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn das Spiel sich denkt. Spaß an letzter Stelle. Wir wollen Rätsel. Komische Rätsel. Undurchschaubare Rätsel. Vögel, die gesprengt werden. Yeah. Das hat Style. Das hat echt Style. Ich mag es, Vögel zu sprengen. Das ist das Gefühl der Macht. Mann, als ob ich jetzt hier wechseln muss. Warum muss ich denn? Was haben die sich dabei gedacht? Einfach nur. Ja. So, jetzt kurz bevor er den ganzen Tempel beendet hat, muss Link ganz oft ein Wolf und wieder ein Mensch werden. Das ist, was die Leute wollen. 10 auf 10. Spiel des Jahres 2006. Ist doch immer. So, Link, du musst einfach. Du wolltest es schon wieder verkacken, ne? Du bist einfach ein Arschloch. Das darf man nicht sagen. Warum sage ich das? Das ist eine Lüge. Ich bin im Internet. Ich darf alles sagen. Und ich habe jetzt auch keine Lust zu überprüfen, ob das ein Herz ist. Vor allem, weil ich mir eigentlich hundertprozentig sicher bin, dass es keins ist. Die Truhe, da meine ich.
Falls die ein Herzteil ist, dann ist es mir scheißegal. Denn ich werde mich deswegen resetten. Was mehrere Gründe hat. Ich habe nicht wenn ich jetzt Stromausfall hätte, auch das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe nicht gespeichert seit, lass mich lügen, seit nach der Zitadelle der Zeit. Seit der Zitadelle der Zeit wurde nicht gespeichert. Das sind jetzt in etwa etwas mehr als 2 Stunden. Für mich. Das wäre nicht so nice. Danke, Julian, das ist Z. So, und jetzt muss ich hier wieder außen rum gehen. Warum? Warum hätte es nicht gereicht, da jetzt einfach eine, wie sagt man, so eine Ranke zu machen? Aber ja, gut. Es sollte jetzt wirklich gleich gewesen sein. Ich habe noch vor, in diesem Part bis zum Boss zu kommen und danach den Boss zu machen. Weil es ist, also es wird keine 30 Minuten mehr dauern. Auf keinen Fall, mit dem Boss auch nicht. Der Kampf ist richtig cool. Das ist wieder so ein schöner Abschluss des Tempels. Das ist wieder Wassertempel. Scheiß Tempel. Krasses Item. Ist sogar das gleiche Item. Aber coole Bosse. Beziehungsweise und coole Bosse. Schlechte Dungeons, coole Items und Bosse. Das ist gut. Damit kann ich mehr oder weniger leben. Ach nö. Bitte seid ihr jetzt nicht allzu sozial. So. Genau. Die Stelle, die mich zum Verzweifeln gebracht hat. Einerseits, das Schlüssel liegt ziemlich auf dem... Oh, oh. Scheiße. Nein. Okay, ihr haltet wenigstens auch nur 2 Treffer aus. Ja, der eine wurde entfernt. So. Die Stelle, die mich dazu gebracht hat, im Internet nachzugucken. Im Nachhinein betrachtet wäre das wirklich nicht nötig gewesen. So schwer ist die Stelle auch nicht. Aber. Und das ist das große Aber daran. Wenn man es nicht kennt und noch nicht so lange ein Zelda-Spieler ist, dass es einem offensichtlich vorkommt. Und jetzt, wo ich langer und erfahrener Zelda-Spieler bin, ist es offensichtlich hier. Das Problem. Man hängt sich hier dran. Und jetzt lässt man sich hier runter. Und das Problem, das ich hatte, ich wusste, irgendwie muss ich das hier aktivieren. Ich wusste aber nicht wie. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich hier runterhängen zu lassen. Und das, ja, das war es im Grunde. Jetzt ist der Tempel so gut wie vorbei. Wir haben den Bossschlüssel, wir müssen nur eine Strecke entlang und einen Turm nach oben. Das war's. Ich bin froh. Ich bin glücklich. Ich freue mich regelrecht darüber. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Sowas sollte nicht passieren. Das zeigt mir, wie blöd dieser Dungeon ist. Er ist blöd. So, das ist nochmal eine ganz coole Passage. Wir hängen uns hier an diese... Wag es nicht! Danke. Wir hängen uns gleich. Bald. Hier dran. Hier. Wehe. Hier dran und jetzt drehen wir ein paar Runden. Das ist auch wieder eine coole Idee. Das ist gerade nicht passiert, oder? Ich habe mich nicht gerade einfach aus Versehen zurückgezogen. Okay, gleich ist es geschafft. Wehe, einer von euch tötet mich. Du hast es doch auf mich abgesehen, oder? Nein, man kann auch keine Pfeile verwenden. Muss ich einfach nur durchkommen. Okay, durchgekommen, Fragezeichen. Oh, da ist noch was. Das nehme ich noch mit. Das kann kein Herzteil sein. Aber hier ist ein Herzteil. Es ist auch nicht mehr so schlimm. Aber ein Furby. Kleine Aufhalterung. Wenn ich hier runtergefallen wäre,
So. Wir sind kurz vorm Boss, Leute. Ja, okay, ich muss. Nee, ich muss nicht. Ich mache daraus einfach einen längeren Part. Weil ich keinen Plan habe, wie ich dann noch einen Part füllen sollte. Also wird das hier ein langer Part. Freut euch mit dem Boss. Hurra! Oh, wirklich muss das sein. Au. Zwei Zwischenbosse, was Besseres ist euch nicht eingefallen. Das Problem an zwei von denen ist genau das. Dass sie sich gegenseitig so ekelhaft gut ergänzen. Der eine ist am Boden, was macht der andere? Ich gehe mal in die Luft. Und. Ach so, ekelhafte Luftkämpfer-Sachen. So, komm runter. Was ist eigentlich eure Aufgabe? Also, ich meine von Spielfluss her. Sollt ihr einfach den Spielfluss stoppen? Sollt ihr eine Herausforderung sein, wenn ihr habt es mir nicht geschafft? Frag mich, ob man einfach hätte gehen können, ohne sie zu bekämpfen. Ich denke, es wäre möglich gewesen, aber es wäre schwer, weil man super schnell vermutlich auf alles reagieren müsste. Ja, ist toll. Ich dachte schon, dreht sich das nicht. So. Jetzt müssen wir hier nach oben. Was für ein nettes Hin- und Herspiel. Wag es nicht. Dankeschön. Na Gott. Das schneide ich bestimmt wieder nicht raus. Falls doch, wundert euch, hä, was meint der Typ? Ich habe genießt. Da ich es aber nicht rausschneiden werde, macht es das nicht wirklich besser. Was auch immer. Ich bin mit meinen Nerven etwas am Ende. Du weißt gar nicht, wie es ist, mit den Nerven am Ende zu sein. Mag sein. Mag sein. Aber ist mir völlig egal. Was zum. Ah, du bist so ein Arsch. Wegen dir musste ich ein rotes Schleimgelee verschwenden. Wehe, du hältst dich da jetzt nicht dran. Okay. Die Bosstür, Leute, die Bosstür. Eine Fee? Wow. Keine Fee. Haben wir noch eine? Wir haben noch eine Fee. Gut. Wir haben also sechs Herzen. Irgendwas sagt mir, dass das nicht viel ist. Bitte sei kein drei Herzen Abziehgegner. Das wäre nervig. Ich weiß natürlich noch, was du bist, weil man das schon gesehen hat, aber ich weiß nicht mehr, wie stark du bist. Oh, ich sehe gerade, hier geht's lang. Das ist auch wieder sowas. Warum das denn? Warum kann man nicht einfach den Weg hochgehen? Das hätte auch was vom epischen Aufbau. Ah, okay, wenn man nur so auf das Dach dieses etwas kommt. Hab ich recht? So. Okay, ihr dürft einen epischen Kampf erwarten. So Drache.
Fliegender Feuerdrache Argorok. Nice. Zeig mal, was du kannst. So. Okay, er fliegt erstmal weg. Das ist in Ordnung. Muss ja ausholen. Denke ich. Okay. Was sollte das jetzt? Machst du auch noch richtig Hardcore-Angriffe? Komm schon. Ich hab dich epische in Erinnerung. Oh mein Gott, ich hab dich. Lol. Machst du aber bitte noch coolere Sachen, ja? Oh, er wollte jetzt weggehen, okay. Okay, müssen wir ihn einfach nur dreimal runterziehen? Warum hatte ich das epische Erinnerung? Das ist lame. Aber gut, vielleicht ist es auch nur ein Phasenkampf schließlich. Ist das überhaupt schon richtige Bosskampfmusik? Oh, streckt sich das auch noch so? Mann, ich dachte, du bist cool. Nee, du wirst nicht noch cool. Werd cool. Bitte. Ich bitte nur darum. Okay. Auch immerhin schon mal etwas. Wir müssen offenbar hoch zu ihm. Was zum... Sehr dumm. Ja, die Musik hört auf. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich hardcore los. Hardcore-mäßig. Was hast du auf dem Rücken? Das ist eine gespaltene Zunge. Okay, jetzt geht auch Wetter los. Jetzt geht's los. Ja. Okay, durch den Regen wachsen hier irgendwelche Pflanzen. Ach, die Dinger. Okay. Ganz schon viele. Oh, ich sehe, worauf das hinausläuft. Nice. Die tauchen noch nicht ohne Grund auf. Epische Wetteratmosphäre. Schweben wir ohne die Eisenschuhe schneller? Bestimmt. So, bitte erfülle meine Erwartungen. Kann ich jetzt hier... Oh mein Gott, ja. Oh, oh mein Gott, nein. Ach du Schüssel. Ah, okay, wir müssen jetzt hinter ihn und dann an sein komisches Amulett, oder? Hallo. Stirb. Stürzt er ab. Bam. Bleib doch drauflegen. Nein. Oh, oh, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Schön, schön. Das ist ein guter Kampf. Bam. Oh, oh. Ha. Okay. Ja, dann greif mal an.
Ich hange mich im Kreis. Los, so, okay. Dieses Feuer ist übel. Die Stelle ist mir nicht angenehm vor, davon getroffen zu werden. Ich hoffe, es macht keine drei Herzen Schaden. Ah! Ich hab aufgehört zu drücken. Nein, warum das denn? Okay. Zertrassung reicht, um ihn zu Fall zu bringen. Gehen wir gleich mal weiter hoch. Was war das denn? Weggeweht. Vielleicht sollten wir uns etwas beeilen. Ja, das hätte blöd enden können. Oh. Ist hier oben. So. Jetzt warte ich mal, bis wir anfängt, Feuer zu sparen. So. Okay. Hopp, 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 hopp. No, 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 no. Was? Was? Nein! Du Arschloch. Kluger, aber das ist nicht dumm. Der ändert einfach seine Speilrichtung. Der Arsch. Aber ja, das war nicht dumm. Hat er mich erwischt. Fies, fies. Oh Gott. Oh, okay, so kann ich ganz schnell wechseln. Okay. Komm gerade an. Nochmal falle ich darauf nicht herein. So. Es ist nicht möglich, jetzt schon seinen Rücken anzugreifen. Komisch. Schade. Es wäre cool gewesen, wenn er Feuerspeite dann beim Feuerspann unterbrochen wird, aber nein. So. Stirb, du Kackvieh. Nice. Hallo Herzcontent, ich will ich aber gar nicht. Ich bin wegen etwas anderem hier. Genau deswegen. Ja. Ratet mal, was wir im nächsten Part machen. Geschafft, Link, die vierte Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Sag mal, Link. Erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur vom Schattenvolk anerkannter Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Zanto konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Na, stimmt wohl. Aber du meinst ja auch, er hätte die Macht an sich gerissen, also nicht so toll. Los, Link, auf zur Spiegelkammer! Betrüger bleibt Betrüger, so fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Ja, so, genau, aber wie gesagt, wie es jetzt in der Spiegelkammer weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann und tschüss, oh mein Gott, ich hab's geschafft, cool, das beendet.